Hallo Freunde, ich habe mich jetzt noch entschlossen, ein drittes Bild zu machen. Das sind meistens so drei Bilder, was ich immer so im Kopf habe. Die gleichen Farben, das sind Restfarben im Prinzip jetzt, was ich ja noch übrig habe dann. Ihr habt es ja gesehen, einmal ohne das Bild und dann praktisch, also ohne Wodka, das zweite Bild mit Wodka. Und jetzt möchte ich noch zwei Sachen ausprobieren. Ich habe ja Wodka rein, möchte dann noch testen, ob diese Zellen, was wir in den vorigen Videos gemacht haben, Chamäleonzellen oder wie auch immer, mit dem Stäbchen reintupfen, ob es auch funktioniert, also ohne einen Swipe zu machen und ob es dann mit Alkohol auch funktioniert, also mit Wodka. Also, lasst uns starten! Gut, Freunde, der Keilrahmen ist jetzt im Prinzip 30 auf 24 cm, ist ein kleiner, ich habe auch nicht mehr so viel Farbe. Das müsste reichen. Gut, ich kann auch den alten Becher nehmen. Ich fange jetzt mal mit Schwarz an. Ich mische es jetzt nur ein bisschen, möchte dann ein bisschen separate Farben machen. Na, das Gelb lasse ich mal weg. Bisschen Weiß noch rein und ein bisschen Blau rein. So, weil wie gesagt, ich möchte es nicht zu arg mischen. Ja, das gibt auch schön hier. So. Nehme ich nämlich das Gold. Silber haben wir noch. Rot schmeiße ich hier noch rein. Ihr seht, es sind wirklich Restfarben. Türkis, ja, Türkis dürfte auch passen. Okay, hier noch ein bisschen Weiß. Ah, in dem Weiß habe ich irgendwas drin, das habe ich gemerkt. Das lasse ich lieber weg. Blau habe ich mir nochmal angerührt, weil da hatte ich nichts mehr. Und mein Ultramarinblau ist leer. Und darum habe ich jetzt primäres Blau genommen. Seht ihr, dafür sind meine Unterstützer auch sehr wichtig. Ihr wisst selber, was Material kostet. So, ich denke mal, das müsste reichen. Ich will jetzt gar nicht viel machen. Schauen wir mal. Ich lasse jetzt extra wieder etwas laufen. Ich wollte diesen schwarzen Bereich aber behalten. Finde ich nicht so toll. Dass der hier verschwinden will. Du böse. Ja. So. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da haben wir das gleiche Problem in Grün. Seht ihr hier das Schwarz-Rot? Ich zeige es euch nachher, ja, wie gesagt, von nahem wieder. Das ist halt das Schöne hier und wie sich das dann auseinanderzieht. Und wir haben schon wieder so leichten Zellenansatz durch wahrscheinlich das Wodka. Das probiere ich hier nochmal ein bisschen zuzumachen, weil ich möchte diesen Teil auch nicht so verlieren.
Nicht erschrecken, ich nehme schwarz, weil ich da so viel noch habe. Ja, noch ein bisschen Silber. Okay. Das passt. So. Dann haben wir nämlich hier die Kante auch soweit zu. Gehe ich mal davon aus, ja. Lass es hier noch ein bisschen laufen. Das gibt natürlich auch einen schönen Effekt. Ihr habt jetzt hier einfarbig und dann kommen ein paar bunte Teile. Finde ich cool. Okay. Das müssen wir mal unten noch zubekommen. Gut, das hier kommt cool, aber es ist eigentlich nur ein Dreckfleck drin, was mir eigentlich nicht so gefällt, weil, wenn es nachher trocken ist, na komm mal, wenn es nachher trocken ist, habt ihr einen Huppel. Ich muss jetzt versuchen, den rauszubekommen, oder ich ziehe ihn einfach raus. Aber ist nicht so schlimm. Das war in dem Weiß drin. Komisch. Aber passiert halt ab und zu mal. Cool. Okay, ich überlege gerade, ich lasse noch ein bisschen laufen. Wobei es so eigentlich passt. Schön. So, ich ziehe mal kurz die Handschuhe aus. Die brauche ich nicht mehr. Die Wodka noch zumachen. Hier habe ich noch Rest in meinem kleinen Becher und zwar ein bisschen Silikon von diesem 300er Viskosität. Und mache es auch wieder mit diesem kleinen Draht. Ne, falls ihr es nicht gesehen habt, das ist so ein Draht mit Plastik überwickelt. Da könnt ihr auch was zusammenknoten, was auch immer. Aber eignet sich ganz gut. Und jetzt möchte ich testen, ob vielleicht dann auch hier so Zellen entstehen, ohne dass wir überhaupt einen Swipe gemacht haben. Das finde ich mal interessant. Ob es funktioniert oder nicht. Was ich jetzt aber machen werde, ist Striche reinziehen, weil ich jetzt nicht unbedingt Zellen machen möchte. Ich kann aber hier mal eine Zelle probieren. Ob das funktioniert. Ich kann hier vielleicht im Übergang nochmal ziehen. Okay, also sieht so aus, dass es funktioniert, aber dann doch nicht ganz so gut. Wir müssen abwarten, bis es einwirkt. Noch hier einen rein. Und da ziehe ich mal nochmal einen Strich. Oder es vielleicht nur mit Striche funktioniert. Okay, doch. Also Zellen, denke ich mal, kommen auch. Dann brauchen wir nicht unbedingt einen Swipe machen. So, das reicht aber schon. Will gar nicht zu viel machen. Gut. Ich lasse es jetzt kurz vor 10 Minuten wieder einwirken. Und dann zeige ich es euch von nahem. Also, bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Ich zeige euch jetzt erstmal,
hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, da seht ihr, wo das Silikon drin ist. Die kleinen Wellen oder Dellen. Okay. Also ich muss sagen, runde Zellen funktionieren nicht so gut. Ihr seht es hier, dann noch hier. Ja, nicht so gut, ist übertrieben, aber nicht so gut. Dafür Striche, wenn man die reinzieht, gibt es dann coole Effekte. Na, auch gerade diese Ränder hier. Aber es ist natürlich eine Übungssache, man muss wissen, wie viel, wohin setzen und so weiter. War jetzt nur mal ein Versuch. Also, jetzt zeigen wir es euch mal von neuem. So, und da habe ich auch nochmal Silikon rein. Hier der Bereich ist ja normal. Und das ist das Coole, finde ich, mit diesem Schwarz-Rot. Bin mal gespannt, wenn es dann getrocknet ist. Da haben wir ja diese Zelle. Man gibt auch einen schönen Effekt, wenn man so sieht, ne? So, dann hier habe ich nochmal einen Strich reingezogen. Ja, diese Würmer oder wie wir sagen. Aber ist okay. Dann hier, der Punkt ist nicht so schön gelungen. Aber gut. Dann kommen wir schon zum Rand. Also das gefällt mir halt hier. Das ist halt auch teils durch den Alkohol und natürlich auch durch Silikon, also durch den Wodka. Da haben wir noch eine Zelle. Kann auch schöne Blumen rauskommen. Hier zum Beispiel noch. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ja. Also, ist wie alles etwas Übungssache. Aber funktioniert natürlich auch. Ja. Aber hier ist noch auch noch was Schönes. Finde ich jetzt einfach, wenn das mal scharf stellt. Nee, passt. Kann man machen. Also gut, ich hoffe, für euch war es wieder interessant. Wie gesagt, ich experimentiere ja immer gern. Und da haben wir alle was davon. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.